Ach, leck mich. Hulala! Wie hab ich das gemacht? Hua! Ich weiß es nicht, aber es hat geklappt. So. Da wären wir wieder. Eisraum. Snow Spikes. Nur was wir bisher feststellen mussten, wir haben irgendwie, ich glaube, erst ein oder zweimal die Flammenwächter gebraucht. So, Zwerg, was hast du mir zu erzählen? Bau mir ein Floß. Du kannst mit dem Holz loslegen, viel Glück. Danke. Aber was machst du hier eigentlich? Pff, hast du selber kein Floß, wa? Gut, benutzen wir Holz, oder was müssen wir jetzt machen? Holz benutzen. Och, wir brauchen sogar nur einen Scheit. Okay. Hey, ist der irre? Wohin fahren wir eigentlich, Nils? Keine Ahnung, frag das Floß. Frag den Floß? Ja, viel Spaß. Diese Sequenz kennen wir doch. Oh, Schatzruhe. Eki gefunden. Hey, hey! Eki gefunden. Statue der Geier gefunden. Noch ein Floß? Was wäre jetzt theoretisch eigentlich, wenn wir nur ein Holzscheit mitgenommen hätten? Wie kämen wir hier wieder weg? Ich würde jetzt ja gerne nochmal zurück hier reingehen und gucken, ob es noch einen Weg gibt, aber ich glaube, dann ist das Floß hier weg. Und wenn es dann keinen Weg gibt, dann haben wir die Arschkarte. Och, du ahnst es nicht! Bisschen unheimlich, aber lustig! Ich beneide dich. War das hier? Nein, es war nicht hier. Was bist du für einer? Spinner. Ha, ha, ha. Du wirst den Schatz niemals bekommen. Ha, ha. Ich werde dich mit meiner Rock'n'Roll-Attacke erledigen. Der hat mal Bossmusik und es sieht irgendwie aus wie... Er sieht vom Gesicht her so ein bisschen aus wie dieser komische Dr. White oder Wright oder... Wild oder... Dieser Typ, den du in SimCity 1 auf dem Super Nintendo hast, mit den grünen Haaren, der dich immer wegen irgendeinem Scheiß anpisst, von wegen hast du super GAU und hast du keine Feuerwehr gebaut und Kriminalität ist zu hoch und die Stadt brennt und hast weißt du nicht gesehen? So sieht der Typ da drin aus. Obwohl, ich benutze das Schwert der Gaia, das ist so langweilig. Benutzen wir das gute alte Feuerschwert und machen ihn damit fertig. Ja! Komm her. Pam! Ja, Pam ist in die falsche Richtung. Los, Flora, mach hin. Ich will ihm eine mit auf den Weg geben. Yes. Ich benutze eigentlich nie mal eine Statue der Gaia. Genau. Eine Statue. Eine goldene Statue. Gerade so für Endbosse. Ja, vielleicht genau aus dem Grunde. Tut mir leid, mein König. Ich habe dich im Stich gelassen. Jo, hast du. Naja, dafür haben wir jetzt zumindest wohl das Zahn gefunden. Und durchgehend goldene Statue. Das wäre der zweite Warp-Punkt. Einer fehlt uns noch. Ich weiß gar nicht, ob es nach Zeit geht oder nach Zuschlagen, aber... Ey, was bist du denn? Super Harnisch gefunden. Yes. Unser letzter Ausrüstungsgegenstand. Der grüne Super Harnisch. Aber noch ist unser Schwert der Geier aufgeladen. Schlüssel für welche Tür nochmal? Ach, genau, für die Tür, wo wir Knoblauch gefunden haben. Nee, jetzt ist doch nur Zeit. Nur ist sie vorbei. Schade, die haben wir vergeudet. Wo war jetzt nochmal der andere Raum? Ach nee, das war... Das war... Wir mussten nochmal durchs Labyrinth durch. Also, hier um zu. Hier um zu. Den schmeißen wir weg, weil wir cool sind. Und dann geht's weiter hier lang.
Blasen. Ich Feuerschwert, so sehe ich aus. Hä, ich habe immer noch. Heilstiefel will ich nehmen. Das war doof. Das war sehr doof. Aber ich glaube bald. Man kommt auch so durch, oder? Ja, es geht auch. Gut. Schön, dass wir das auch mal geklärt hätten. Der Raum müsste hier ungefähr gewesen sein. Ja, und dann übers Eis. Genau. Wir kommen dem Schatz immer näher. Schneestiefel. Hier war dieser Raum. Ja, genau hier war dieser Raum. Und guckt euch meinen Harnisch an hier. Guckt euch den neuen Harnisch an. Er ist grün. Er ist cool. Er passt zu Nils und Nils allgemeiner Kleidung und seinem kleinen, orangenen, braunen Rucksack, in dem er irgendwie alles witzig rumschleppt, was er gefunden hat. Wie so ein kleiner Rucksacktourist. Hopp! Das ist echt eine knappe Sache. Gerade der erste hier. Hup! Dann können wir mal gespannt sein, was uns hinter der verschlossenen Tür erwartet. Zum größten Teil sind wir mittlerweile durchs Labyrinth durch. Viel gibt es hier nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir alles gefunden haben oder was es hier überhaupt noch an Schätzen gibt. Wir haben auch ein bisschen weniger Geld gemacht, als ich mir erhofft hatte. Wir sind gleich wieder tot. Aber naja, einmal Lebensenergie soll drin sein. Hier war der Raum. Nein, war er nicht. Hier. Auch nicht. Aber hier. Ja. Komm, geh weg. Da ist die verschlossene Tür. Jetzt haben wir den Schlüssel. Wollen wir hier runter? Haben wir eine Wahl? Was zum? Kennst du mich noch? Seit ich gegen dich in Mistturm verloren habe, warte ich darauf, dich besiegen zu können. Tut mir leid, ich habe vor Knoblauch keine Angst mehr, also stell dich. Und warum zum Leck mich findet man an Knoblauch? Hallo! Boah, ist der schnell. Hat die gleichen Harnisch wie ich. Ja, jetzt goldene Statue, sofort. Und dermaßen... Hä, warum ist es jetzt dunkel? Das verstehe ich nicht. Warum? Ich bin genauso wie du, in jeder Beziehung. Also warum? Ich weiß, ich habe dieses Mädchen nicht. Deshalb. Kann mir jemand verraten, warum mir gerade das Licht ausgegangen ist? Warte, Licht wieder an. Okay. Da geht's wieder hoch. Schatztruhe. Golas Horn gefunden. Ja. Hier wäre der Warp. Den kann man eben zeigen, wo er uns hinführt. Nämlich zurück in diesen Raum. Der dritte Warp. Wir haben jetzt alle Warps. Und im Gegensatz zu den anderen Räumen gibt es nicht nur einen Warp und einen Rückweg, sondern auch eine weitere Treppe auf der linken Seite. Ja. Dieser Punkt hier, dieser Punkt auf der Karte, ist der letzte Punkt außerhalb des Palastes von König Nolo. Wenn wir hier hochgehen, kommen wir in den Palast. Gehe ich hoch? Nee, doch, nee. Wollen wir schon?
Schwierig, schwierig, schwierig. Aber nein. Wir gehen noch nicht hoch. Wir gehen noch nicht in den Palast. Ich werde ihn noch nicht zeigen. Denn wir haben im Vorfeld noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Gut, was steht noch alles auf meiner Strichliste? Einmal in... Ach ja, wir haben jetzt auch einen Warp, der uns direkt nach... Mercator führt. Hier hinter Mercator, irgendwo in der Baumreihe, ist plötzlich irgendein Warp, der uns direkt in den Vulkan führt. Na, in die Nähe von König Nolos Palast. Das ist auch cool. Aber nein, zuerst will ich nochmal nach... Kasalt. Obwohl, lohnt sich das jetzt? Nein. Kasalt sollte das Letzte sein, was ich mache. Also doch erstmal nach Mercator. Und zwar würde ich euch noch vorher, bevor ich in den Palast von König Nolo gehe und so gesehen das letzte Stück des Spieles spielen werde, also bevor ich das Spiel dann beenden werde, euch noch ein paar Sachen zeigen. Ich muss noch nach Destel, ich muss noch ins Casino, ich muss zu Fahl. Gehen wir erstmal ins Schloss. Denn da gibt es auch etwas Lustiges, das kann ich gleich mal zeigen. Und zwar müsste jetzt Arthur auf uns warten. In dem Raum, in dem ich vor langer Zeit schon mal gewesen bin. In dem Raum des Herzoges. So gesehen als neuer Herrscher über dieses Land. Arthur, der Herrscher. Und uns etwas Schönes geben. Na, bist du hier? Ja, da bist du. Wer bist du nochmal? Goro. Ich habe mich völlig geändert. Ich arbeite hart bei Arthur, um meine Sünden wieder gut zu machen. Du? Was hast du nochmal gemacht? Warst du der Typ mit dem Mondstein? Ach, keine Ahnung. Du hast dich gebessert und bist entlassen. So. Arthur! Welch Freude, euch wiederzusehen. Seht nur, wie ich wieder genesen bin. Genesen? Ach, genau, du warst hier... Was soll's. Ich werde mein Bestes tun, um Mercator wieder lebenswert zu machen. Ich habe lange über das Verhältnis zwischen Politik und Militär nachgedacht. Julia und ich haben oft darüber diskutiert. Julia? Ist sie nicht schon wieder auf dem Festland? Naja. Und ich bin überzeugt, dass die Stadt auch ohne Militärgewalt aufblühen, lassen kann. Deshalb habe ich ein Casino eröffnet, um so die Steuern senken zu können. Bitte kommt vorbei, so ihr Zeit findet. Casino-Ticket bekommen. Besucht mich jederzeit. Schützt euer Antlitz. Jojo, du auch. Ja, es gibt jetzt in Mercator ein Casino. Und dieses Casino ist mehr als geil. Ich kann es ja mal zeigen. Zum einen, das Casino ist irgendwie im Brunnen. Unten im Brunnen. Warum? Ich weiß es nicht. Aber es ist nun mal da. Hier, wo dieser komische Typ stand mit von wegen privat und so. Jetzt können wir hier durch. Natürlich nur mit... Casino-Ticket. Komm. Oh, ich sehe. Du hast ein Casino-Ticket. Willst du rein? Jo. Willkommen im arthurischen Casino. Amüsier dich gut. Und hier gibt es jetzt drei Spiele. Einmal gibt es hier Roulette. Einmal gibt es Hühnerrennen. Und das Allergeilste, Hühnerwurf. Machen wir erstmal Roulette. Willkommen. Lass uns Roulette spielen. Das Spiel fängt an, wenn du die große Kugel bekommst. Kugel auf Rot landet, bekommst du 200 Taler. 50 Taler für ein Spiel. Willst du dein Glück versuchen? Jo, viel Glück. Ja, man muss sich tatsächlich auf diese Kugel stellen und dann einfach nichts machen. Die Kugel fährt hier von alleine im Kreis. Man wird hier irgendwie durch den Raum geschleudert. Und... Gut, sie wird auf Dauer immer langsamer. Und am Ende haben wir 50 Taler verloren und dazu noch Kopfschmerzen. Toll. Okay. Das war schon mal nichts. Ist ähnlich so wie Greenpeace, nur dass man es nicht beeinflussen kann. Toll. Hühnerrennen. Willkommen beim Hühnerrennen. Setz auf ein Stück für Hühner. Wenn dein zuerst ins Ziel kommt, erhältst du 200 Taler. 50 Taler für ein Rennen. Möchtest du es mal probieren? Jo. Viel Glück. Welches Huhn nehmen wir? 1, 2, 3 oder 4?